Ich hatte jetzt einige Zeit lang Zeit, mich mit diesem Produkt hier auseinanderzusetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt mich schon darauf angesprochen, weil man es eben in meinen Videos schon gesehen hat, wie ich das Produkt finde oder ob ich zum Nachkaufen empfehlen würde. Inzwischen habe ich meine Meinung zum Produkt gebildet und wie die ist, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Produkt hier. Und da habe ich mir jetzt wirklich Zeit gelassen, weil das ist nicht einfach zu handeln. Sonnencreme ist eine tolle Sache und wenn eine Drogerie hergeht und da ein Produkt rausbringt mit ohne Duftstoffen, ohne Mikroplastik und so, es kommen jetzt immer mehr Produkte in der Hinsicht raus, was echt toll ist. Dann ist das für mich schon interessant. Ich habe das Produkt bei der Xenia gesehen und bei ihr hat es gar nicht funktioniert. Das Produkt ist bei ihr runtergerieselt. Oder sagen wir mal so, das hat so diese Würstchen gegeben auf der Haut, also sprich, das ist runtergerollt, das Produkt. Bei mir ist es ähnlich, aber wenn ich ein bisschen mehr aufpasse, dann bleibt die auch auf dem Gesicht drauf, sprich. Wenn ich die morgens trage, dann muss ich halt gucken, dass ich nicht viel Schnickschnack auf dem Gesicht drauf habe. Also am besten kein Serum drunter. Eine leichte Creme drunter, ein bisschen das Gesicht waschen, dann funktioniert das auch. Ich kann sie aber nicht so direkt komplett einmassieren. Wenn ich die gegen Ende hin nur noch so ein bisschen rein drücke, also mit der Hand, mit der Wärme der Hand so ein bisschen arbeite, dann ist es am allerbesten. Denn die Creme bildet eine Schicht auf der Haut. Jetzt mich nicht falsch verstehen, jede Sonnencreme bildet eine Schicht auf der Haut, die aber ganz besonders. Und das ist das, was abrollt zum Teil. Und wenn du die dementsprechende Haut halt nicht hast, die das irgendwie kompensieren kann, dann rollt das knallhart ab. Ich kann mir vorstellen, dass das bei sämtlichen Leuten, die irgendwie eine trockene Haut haben, Schwierigkeiten darstellt. Aber auch nicht bei jedem. Also man hat mal diesmal das gehört. Deswegen war es mir wichtig, dass ich eben das Produkt selber ausprobiere. Ein Pro-Climate-Produkt rauszubringen, das so schwierig performt, ist halt auch so eine Sache. Denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das Produkt wegschmeißen wird. Denn wenn das vom Gesicht runterrollt, was bringt's dir? Ein Sonnenschutz, der runterrollt, der ist nicht mehr auf dem Gesicht drauf. Deswegen war es mir wichtig, da halt einfach so ein bisschen hin und her zu probieren. Auch Make-up würde ich da nicht drüber packen, denn das rollt auch ab, weil das ist eine wirklich schwierige Unterlage. Ich habe inzwischen eine zweite Sonnencreme, weil ich die halt einfach auch nicht immer tragen möchte, weil sie halt echt schwierig zu handeln ist. DM macht damit Werbung eben wie sagen Sie so schön, ein umweltneutrales Produkt herausgebracht zu haben mit der Uni Berlin. Aber es ist halt so eine Sache, wenn du halt so ein Produkt rausbringst und das performt so schlecht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie das Produkt nochmal überarbeiten und dass die Formulierung so ein bisschen anders wird. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass mehr Produkte in der Sundance-Linie sind, die eben ohne Mikroplastik auskommen. Das ist erst ein kleiner Schritt gewesen. So langsam verschwinden diese Filmbildner, aber sie sind halt immer noch größtenteils in der Produktrange enthalten. Um das hier zu erreichen, braucht man 1 Gramm, 1 bis 1,5 Gramm auf dem Gesicht. Finde ich schwierig mit der Konsistenz, das kriege ich nicht auf dem Gesicht, ohne dass es mir abrollt. Und es ist aber bei mir auch generell so, dass ich dieses 1 Gramm meistens nicht auftrage, deswegen nehme ich die höheren. Und je nachdem ist halt dann der Sonnenschutz ein bisschen schwächer vorhanden, wenn ich halt einfach weniger auftrage. Und das ist das Geschickte eben. Deswegen nehme ich die 50er meistens immer, weil das Gramm abwiegen, ich habe keine Waage. Und jedes Mal abwiegen tue ich eben auch nicht. Ne? Und mir eine Waage besorgen tue ich eben erst recht nicht. Also ist da der Schutz auch schon gegeben. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man von der Formulierung 1 Gramm auf dem Gesicht auftragen kann. Ich werde dir auf jeden Fall mal das Video von der Xenia unter dem i verlinken, damit du dir das mal angucken kannst, wie sie damit zurechtgekommen ist. Sie ist nämlich
gar nicht zurechtgekommen. Bei mir ist es tatsächlich auch über den Tag hinweg so, dass wenn ich mir oft ins Gesicht greife, nachdenke etc. und mir da halt echt häufig ins Gesicht fasse, dass mir die tatsächlich auch vom Gesicht runterrollt mit der Zeit, ne? Weil das ist eben diese Schicht, die sehr spürbar ist, finde ich, die eben sich mit der Zeit dann auch so ein bisschen auflöst, was halt echt ein bisschen blöd ist an der Stelle. Also wenn man wirklich so ein umweltneutrales Produkt rausbringt, sollte man eben auch gucken, dass es auch dementsprechend funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich für viele nicht. Was ich ganz interessant fand, der Leon hat in einem seiner Stories gesagt, dass er die Formulierung schmierig findet. Schmierig ist es für mich gar nicht. Daher war es für mich so interessant, die Sache hier selbst nochmal auszutesten. Mein Dad kommt mit der Creme auch überhaupt nicht zurecht. Da bröckelt es bei ihm auch vom Gesicht runter. Und er mag die Konsistenz auch gar nicht. War mir ganz wichtig, ihm auch mal die Creme in die Hand zu drücken und zu sagen, komm, verwend die mal und erzähl mir mal, wie du die im Nachhinein so gefunden hast. Und er fand die auch nicht ganz so toll. Also ihr werdet an der Stelle immer von mir hören, wenn mich jemand fragt zu der Creme, die empfehle ich schlicht und ergreifend nicht, weil sie einfach schwierig zum Handeln ist. Da gibt es wesentlich bessere auf dem Markt. Schade einerseits, weil ich habe mich wirklich gefreut, als die auf den Markt gekommen ist, endlich mal was in der Richtung zu haben, weil Mikroplastik haben DM aus einem Produkt, aus einem Sonnenschutzprodukt rausgetan. Es waren aber Nanopartikel drin, was dann jetzt nicht unbedingt besser ist. Und meistens ist es irgendwie beduftet und die ist halt gar nicht beduftet. Und in der Hinsicht darf es tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen mehr weitergehen. Also da soll es auf jeden Fall ein bisschen mehr Auswahl geben. Und vor allem die Formulierung, die muss überarbeitet werden. Kennst du das Produkt? Hat das Produkt bei dir funktioniert? Schreib mir gerne unten in die Kommentare. Auch wenn deine Meinung komplett von meiner abweicht, ist ganz wichtig, schreib das tatsächlich unten in die Kommentare. Mit 5 Euro ist es eigentlich ein richtig guter Preis. Und wie gesagt, ich habe mich tatsächlich gefreut, sowas endlich auch im Drogeriemarkt zu finden und nicht unbedingt bestellen zu müssen. Das ist auch so eine Sache. Aber funktioniert für mich halt nicht. Ich habe jetzt in der ganzen Zeit, das waren ungefähr 2 Monate, wo Maggie und Marek diese Videos über die Sonnenschutzprodukte gemacht haben und über die Filter gelernt, dass man generell nicht sagen kann, Filter XYZ ist schlecht und der ist gut, weil alle Filter haben Vor- und Nachteile auf, was die Natur bezogen ist. Also von dem her, lasst euch da von solchen Marketing-Sachen nicht blenden. Na, also es ist wichtig, da sich ein bisschen mehr zu informieren, ja, sich ein bisschen mehr mit den Inhaltsstoffen auch auseinanderzusetzen. Aber so generell kann man halt nicht sagen, dass Filter X, Y und Z schlecht sind und der Filter ist gut. Generell sind natürlich die neu formulierten Filter wesentlich besser, weil sie einfach besser auch auf der Haut performen. Aber ja, so ein generelles Gut und Schlecht, habe ich gelernt, gibt es einfach nicht. Und da empfehle ich euch wirklich die beiden. Die nennen sich auf YouTube Dirty Beauty Talk, falls ihr das noch nicht kennt. Werde ich euch ebenfalls mal unter dem i verlinken. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns tatsächlich beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!